Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Jetzt sind wir wieder hier in unserer menschlichen, naja, hylianischen Gestalt. Wir sind ja sowas Menschenähnliches und aus Fleisch und Blut und können uns jetzt sämtlichen Gefahren stellen. Hoffentlich. Wir wollen jetzt erstmal ganz kurz in den Waschbereich, um uns hinter den Ohren zu waschen, weil die sind ziemlich lang und die werden schnell dreckig dadurch. Nein. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich hier ein Lied lernen kann. Und ich habe mich scheinbar geirrt. Ah, stimmt. Ich muss nochmal zur Fee. Genau, ich muss nochmal zur Fee. Denn die große Fee, die hat ja gesagt, dass sie mir auch in menschlicher Gestalt nochmal was Schönes tun möchte. Ich bin ja mal sehr gespannt, was das sein wird. Deswegen werden wir da ganz schnell mal hinmarschieren. Bevor wir uns dann in den Sumpf wagen. Denn das sollte wohl unser nächstes Ziel sein, zumindest wenn es nach Taya geht. Normalerweise lasse ich mich nicht gerne von Frauen herumkommandieren, aber was soll ich machen? So, ich glaube, wenn ich da lang gehe, dann würde ich jetzt zum Sumpf kommen, aber ich will ja jetzt noch nicht zum Sumpf. Ich will jetzt erstmal nach Nord-Unruhstadt. Und ich muss sagen, die Angst steigt, ne? Weil es jetzt blind ist, habe ich so ein bisschen Angst, rauszugehen. Aber ich muss mich diesem Spiel einfach stellen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber gerade bei diesem Spiel, ich habe da so viel Ehrfurcht vor. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein Spiel blind spiele. Ich meine, wenn ich jedes Spiel schon kennen würde, dann bräuchte ich keine Spiele spielen. Aber ich hoffe, ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will. Wo torkelt er denn hin? Torkeln die früh morgens weiße aus der Kneipe raus, ne? So sehen die dann auch aus. Na gut, selbst in der Zelda-Welt. Wobei, das sind ja alles Milchbars. Das ist ja alles antialkoholisch. Der Gronkh hat ja auch immer gerne gesagt, der hat der Vollmilch zugesprochen. Damit er den Kindern natürlich nicht sagt, dass er Alkohol getrunken hat. Das sah gerade so ein bisschen so aus, als würde er gegen den Postkasten laufen. Das kann nicht unbedingt gesundheitsfördernd sein. Man wird so Rutzel, ey. Stimm mich nicht, wenn ich übe. Rutzel? Was ist ein Rutzel für ein Begriff? Also Runzel? Gut, vielleicht, wenn ich eine runzelige Haut hätte. Das liegt dann aber wenn an der Uschi Glascreme. Aber Rutzel? Naja, wie dem auch sei. Rufen wir die Fee, den Transvestiten. Bin ja mal gespannt. Höchstwahrscheinlich auch irgendwas Magisches. Denke ich mal. Liegt nahe. Oh Gott. Immer dieser theatralische Auftritt. Echte Drag Queen. Na komm, sprich. Oh, Taya und du, Yoga Freund. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die Große. Das ist auch wieder so ein komisches Paradoxum, oder? Das muss ich jetzt mal ganz kurz ansprechen. Wenn ich denn in der Zeit doch zurückgereist bin, dann kann die Alte mich nicht kennen. Das geht nicht. Oder sie ist eine Fee, die allwissend ist. Das ist vielleicht eine Erklärung. Und vor allem stellt sie sich nochmal vor. Ich kenne uns. Ach, egal. Ich bin die große Fee der Magie. Alles, was ich dir geben kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit, lass mich deine Erschöpfung von dir nehmen. Wie, ich dachte, du gibst mir noch was. Du hast gesagt, ich soll nochmal zurückkommen. Ey, du blöde Kuh, ey. Da heilt die mich nur. Hätte ich mir auch sparen können. Boah, ey. Oh, junger Freund. Vier Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Oh, was krieg ich jetzt? Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor dir Angst haben. Oh nee, ich soll Feen sammeln in den Tempeln. Die erwartet jetzt nicht von mir, dass ich das aufsetze. Das, nie? Besuche mich jederzeit, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Ja, um mir bei dir Entspannung zu holen oder was? Ach Gott, nee. Dann gehe ich lieber zur Thai-Masseuse. Boah, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist das denn für ein hässliches Ding? Hallo, ich bin Olivia Jones. Ich bin Dschungelkönigin. Fast geworden. Ach du Scheiße. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommen dann die Feen zu mir oder was? Oder die haben keine Angst vor mir und fliegen nicht weg? Oder wie kann ich das jetzt verstehen? Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren müssen. Scheinbar. Gott bewahre. So, jetzt gehen wir aber dahin, wo wir hinwollen. Jetzt gehen wir dahin, wo wir hinwollen. Das ist auch tolles Deutsch. Wir gehen jetzt dahin, wo wir hinwollen. Der letzte Part war ja auch so lang, ne? Ich glaube, über 30 Minuten oder so. Oder fast 30 Minuten. Das war ja glatt Überlänge. Wer guckt sich den Scheiß an, ey? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer hat denn dafür Zeit? Ich habe manchmal gar keine Zeit, weiß ich nicht. Zu duschen, dann warte ich einfach 3 Wochen. Nein, ich dusche schon regelmäßig. Ich putze mir auch die Zähne ab und zu.
auch überbewertet. Haben die Menschen damals auch nicht gebraucht. Da wurde einfach ein Zahn gezogen mit einer Zange und fertig ist. So, wo jetzt? Da jetzt. Lass mich vorbei. Ich habe ein Schwert, siehst du es? Stehen geblieben. Hast du etwas in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht er... Moment, ein Schwert? Ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, Sie wie ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erstrecken sich die Sümpfe vom Dämmerwald. Seien Sie bitte vorsichtig. Ja, ich bin ein stattlicher Herr. Das sieht man mir doch an. Ich bin vermögend, ich habe Großgrundbesitz. Ich habe immerhin eine kleine Pflanze, die darf ich meine eigenen Ebenen von Termina. Termina war die Welt, genau, Termina. Ich habe irgendwas mit Terra irgendwie gehabt. Termina. Ah. Oh, Schicko, wa? Menschenskinner. Weitläufig. Bisschen wie die Steppen von Hyrule. 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 Oh, ein grüner Blob. Oh mein Gott, unser erster epischer Kampf. Und er sieht nicht freundlich aus. Ah, nein! Oh mein Gott! Ich wollte ihn mit dem Busch bewerfen. Das hat nicht geklappt. Oh, stirb, du Ungeheuer! Wow. Wir gehen mal gerade durch, wa? Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll, deswegen gehen wir erstmal gerade durch zu diesem komischen Baum. Ich meine, da ist ein Baum. Ich mag Bäume mit einem Baumforscher. Ein Baumschmuser auch. Oh. Ein geskriptetes Event. Aha. Ach, guck mal da. Eine Zeichnung. Wer ist das? Das Horror-Kid, oder? Nicht sehr gut getroffen, aber war kein Picasso. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tail und ich haben das zusammen mit dem Horror-Kid gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Er sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach in Stich gelassen. Oh, das ist ja fast traurig. Hm. Flashback. Gott, oh Gott. Der Exorzist oder was? Ich habe Angst. Der ist verängstigt. Und ihm ist kalt. Och, süß. Guck mal, der war nicht immer so scheiße. Das ist nur der Einfluss der Maske. Wir sollten also nicht ihn verurteilen. Nein, die Maske ist es, die zu verurteilen ist. Yay! Ach, guck mal, Freunde fürs Leben. Ach, das ist doch schön. Vor allem habe ich jetzt auch ein weiteres Motiv. Ich will ja auch ihn von der Terrorherrschaft der Maske befreien. Hä? Das ist doch auch schön. Mann, da kommen die Tränen. Also ein bisschen wirklich gerade, warum? Nein, Spaß beiseite. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde? Wow, das ist aber ganz schön gemein. Also der war damals auch schon ein bisschen fies. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte... Na gut, er war schon immer so ein bisschen drollig drauf, hat den Leuten gerne Streiche gespielt, aber so grundauf böse, das war er, glaube ich, nicht. Kann ich hier rein? Soll ich hier rein? Ich gehe hier einfach rein. Bin ich hier richtig? Man munkelt, man munkelt. Hier ist mehr grüner Schleim. Ich glaube, so grüner Schleim, in welchem Spiel kam Schleim immer vor? War das Dragon Quest? Ich glaube schon. Zack. Hallo, Fledermäuse? Hau ihr ab.
So, ich darf natürlich die Zeit, ich werde die einfach mal ignorieren. Ich werde einfach mal nicht groß auf die Zeit achten, mal gucken. Hoffentlich hilft das. Also bevor ich immer so einen großen Tempel oder so betrete, versuche ich das Ganze zu resetten. Das muss doch auch was ist denn das hier jetzt? Ach ja, diese berühmt-berüchtigten Löcher. Die gab es auch schon bei Ocarina of Time. Kriege ich jetzt auch Stöcker? Ich kriege doch bei denen eigentlich Stöcker. Dekostäbe. Da, ein Dekostab. Da, du hast einen Dekostab erhalten. Ja, super. Damit kann ich, da kann ich Feuer mit anzünden. Und dann kann ich höchstwahrscheinlich Fackeln damit anzünden. Und dann kann ich, Fackeln leuchten. Wow, Rubine, super. Helft mir daran zu denken, wobei das nicht viel bringen wird. Ich sollte selber daran denken, dass ich das Ganze auch zur Bank bringe, weil sonst ist das Geld Fujikato. Geld habe ich nicht zu verschenken, ist wie im echten Leben. Hoah! Das ist sogar roter Schleim, der ist besonders evil. Dr. Evil. Wo soll ich denn hin? Evil Knievel? Ich gehe einfach mal gerade durch, wa? Und da kann ich den Tingle ja noch gar nicht befreien, oder habe ich irgendwas zum Schießen, ne? Wo ist denn meine Zwille? Die kann doch nicht auf einmal weg sein. Meine ganzen Gegenstände aus Ocarina of Time, alle weg. Was hat er damit gemacht? Hat er die zu Hause gelassen? Hat er sich gedacht, ich gehe jetzt mal auf Reisen und alles, was ich auf meiner Reisen, auf meinen bisherigen Reisen eingesammelt habe, das lasse ich einfach mal zu Hause. Das brauche ich sowieso nicht. Sümpfe des Vergessens. Im Zentrum eine Hütte. Aha. Oh Gott, das Wasser sieht aber ganz schön ungesund aus. Da ist ein Frosch. Die Sümpfe des Vergessens. Wer oder was soll hier vergessen werden? Man weiß es nicht. Was steht denn hier am Schild? Zum Sumpf-Info-Center. Na, siehste. Ach, guck mal, da kann ich was aktivieren, glaube ich. Das habe ich vergessen, in der Stadt zu machen. Ich glaube, das ist so eine Schnellreisefunktion, oder? Diese Eulenstatuen. Kann das sein? Soll ich was spielen? Soll ich was machen? Nicht? Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Willst du die Datei nochmal aus? Ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du beim Wiederöffnen des Spiels an dieser Stelle zu dieser Zeit und an deinem jetzigen Status vor... Alles kompliziert, Mann! Nee, ich will weiterspielen. Ich will eigentlich noch gerne weiterspielen. Noch ist nicht aller Tage Abend. So, das Sumpf-Info-Center. Ja, oder? Gehen wir da mal rein und informieren uns. Vielleicht können wir ein paar Broschüren erwerben. Eventuell, weiß ich nicht. Ja, Broschüren oder, Ach, guck mal hier. Ist das ein Händler oder was? Hallo. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Oh, ich habe einen Schnurrbart. Haha, den zwirbel ich. Es ist nur ein Blatt, aber... Ich verkaufe Wundererbsen an Dekus, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem... belebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Ah, warte mal, hier. Kann ich jetzt die Urkunde loswerden? Nee. Warum? Ich will die nicht loswerden. Das ist einfach... Verzeihung, aber ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Du hast mein Problem nicht verstanden. Kümmere dich nicht weiter darum. Keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Aber dann kriege ich hier eine Blume freigeschaltet, ne? Kann ich das jetzt nicht einfach machen? Warte, ich verwandle mich mal. Warum hat der nur der Deko? Ich habe doch gerade im Inventar die Besitzurkunde nicht gesehen. Oder habt ihr die gesehen? Ist die hier irgendwo? Hallo, Besitzurkunde. Ich habe keine Besitzurkunde mehr. Warum? Was ist das denn für ein Scheiß? Das hat er nicht gespeichert? Ich mag das Spiel jetzt schon. Na gut, verwandeln wir uns zurück. Die Animation dazu sieht sehr gut aus. Gehen wir ins Infocenter. Hoffen wir auf ein paar Informationen. Hola, Senora. Hola, hola. Ah, verflucht. Wo ist der bloß? Dieses verwöhnte Bike schwänzt schon wieder auf die Schulle. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Fans zu suchen. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Was für ein Bild? Ich habe kein Bild geschossen. Ja, ich nehme zum ersten Mal teil. Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Aha. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Aha. Die hat Haare auf der Brust. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Mhm. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen.
Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probiere es aus. Joa, Bootstour. Why not? Komis Bootsfahrten beruht derzeit geschlossen. Komis? Bitte fragen Sie Magiladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Magiladen zur alten Schachtel, ja. Passender kann der Name gar nicht getroffen werden. Joa, ne? Wo soll ich hin? Zum Magieladen der alten Schachtel. Wo ist denn das? Am Rande des Sumpfes. Ja, Mensch. Das ist ja auch wieder so eine ganz... Oh, nein. Ich will nicht mit dir quatschen. Mann, Mann, Mann. Dass die Leute mich auch immer penetrant von der Seite anmachen müssen. So. Wo ist denn der Rand des Sumpfes? Hier komme ich ja scheinbar nicht weiter. Hier komme ich offensichtlich nicht weiter. Seit ich kann da hinten... Ne, das ist ja nur das Infocenter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wasser auf Dauer gesund sein kann. Außerdem würde sonst keine Bootstour veranstaltet werden, wenn man da einfach lang schwimmen könnte. Außerdem ist da hinten irgendwie so ein Tentakelviech. Habt ihr das auch gesehen? Das versperrt da irgendwie einen Eingang. Also muss ich höchstwahrscheinlich nochmal zurück können. Und vielleicht eine andere Biegung einschlagen. Man weiß es nicht. Schön, dass ich in diesem Spiel mich gut auskenne. Aber hier ist ja auch nichts weiter. Doch rechts kann ich lang gehen. Da ist sogar ein Schild. Ja, Mensch, was ein Service. Gucken wir doch mal. Zum Sumpfschießstand. Nee, da will ich jetzt aber gar nicht schießen, ne? Ist jetzt gar nicht so das Interesse dran. Was sollen wir denn jetzt beim Sumpfschießstand? Ja, gut, wir können ja mal einen Besuch... Wir können ja mal... Diese Bäume sehen gefährlich aus. Die fallen doch gleich runter. Die fallen nicht runter? Aber die sehen doch eindeutig aus wie Bäume, die runterfallen können. Was ist denn hier? Was machen da gerade Murren? Oh, eine Fledermaus. Fledermäuse sind ja auch eigentlich ganz nette, possierliche Tierchen, die niemandem was zuleide tun. Hallo? Aber diese Pflanzen sind nicht so nett und possierlich. Ne, das ist ja nur der Schießstand hier. Ich will nicht zum Schießstand. Ich will doch... Ich will zur alten Schachtel. Das ist so ein Satz, den, glaube ich, niemals jemand irgendwann in den Mund nimmt, außer er spielt dieses Spiel. Ich will zur alten Schachtel. Außer man betitelt seine eigene Oma so oder irgendwelche anderen alten Herrschaften, aber das ist ja nicht höflich und nett. Das sollte man nicht machen. Ich muss also doch durchs Wasser? Oder nehme ich doch bestimmt Schaden? Komm, gib mir mal dein Herz da bitte. Dankeschön. Oh Mensch, ich habe auch wieder keinen Plan, wa? So. Dieses Geräusch habe ich auch so vermisst, ne? Dieses, ich roll nach vorne und schrei dabei wie am Spießgeräusch. Ist einfach wunderschön. Oh mein Gott, der erste Tag ist schon rum. Ich kriege jetzt schon Panik. So, wo sollen wir jetzt hin? Wo sollen wir jetzt hin? Wo sollen wir denn hin? Ich denke mal, die Blätter wären erstmal ein Anhaltspunkt. Ich meine, auf die kann ich rauf. Das ist schon mal... Gut, ich sollte das wohl als Dekokern machen. Stelle ich gerade fest. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann leichter bin. Ich meine, so eine Maske müsste man mal herstellen, erfinden und dann verkaufen. Eine Maske, die einen leichter machen lässt. Oder, ne, wisst ihr Bescheid? Das wäre der Kassenschlager schlechthin. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich komme hier schon mal weiter. Die Nacht des ersten Tages. Sperr mir nicht die Sicht. Ah, das sieht doch gut aus hier. Was ist das denn für ein Topf? Da kommt Dämpfe hoch. Wer brodelt denn da was? Wer kocht denn da sich ein Süppchen? Oh, der Mond. Der hat mich erschrocken. Ja, da gehen wir mal rein, da. Was haben wir denn hier? Zum Magieladen, zur alten Schachtel. Ja, da wollen wir hin. Weg da. Aus dem Weg. Heiß und fettig. Das ist aber auch schon ein bisschen verschachtelt hier alles, ne? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Komme ich da tatsächlich... Oh, das sieht so süß aus, ne? Auch die Watschegeräusche, hört mal. Ich finde das schön. Können wir da Magie erwerben? Aber ist das nicht die Hexe aus Ocarina of Time? Die war doch böse. Scheiße! Das ist die... Oh, die Musik. Herrlich. Herrlich. Ich habe dieses Lied geliebt. Wir müssen mal ganz kurz innehalten. Oh, super! Oh, ist das schön. Ich liebe sowieso den Soundtrack von Zelda, da kannst du nichts sagen, da geht nichts drüber. Ja gut, die schläft. Na gut, die ist ja auch alt. Ah, es gibt ein kleines Problemchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Menschen.
Die Tränke sind speziell für den menschlichen Körper rezeptiert worden. Es tut mir leid, aber du musst wohl wieder gehen. Oder ich verzaubere mich vor deinen Augen. Ich bin David Copperfield. Pass auf. Kajam! Good morning in the morning. Mein Name ist Michael Wendler. Willkommen! Meine Tränke wirken gut! Bist du etwa wegen der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech! Gove ging in die Wilde, um nach Pilzen zu suchen. Wenn ich es mir überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen? Allerdings kann man sich leicht verirren. Frag die Affen, die dort leben. Ja, okay, ich soll ihre Schwester suchen. Finde ich ja Wahnsinn, dass die wieder auftauchen, ne? Oder? Weil diesmal sind die ja offensichtlich freundlich. Wenn auch alte Hexen. So, das ist höchstwahrscheinlich hier der Ort, wo ich hin soll, wa? Wälder der Mysterien, Vorsicht, gefährliche Schildkröten. Oh mein Gott! Gefährliche Schildkröten! Ob ich mich da reintraue, wobei der Part ist jetzt sowieso zu Ende, aber ich gehe kurz mal rein. Ganz kurz mal gucken. Und da ist auch ein Affe. Ja Mensch, was es mit diesem Affen auf sich hat, das werden wir in der nächsten Aufnahme. Ich bin echt gespannt, was dieses Spiel für mich bereithält. Das ist ja Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Koski.